Wollten Sie sagen? Ich halte. Ja, Sie können sich viele religiöse Verse hin und her werfen. Aber die weiße Rose, Sophie und Hans Scholl, die würden sich heute im Grab umdrehen, wenn Sie der Name in den Mund nehmen. Die beste Freundin von Sophie Scholl ist bei uns. Holt mal bitte das Plakat von der Weißen Rose. Die beste Freundin von Sophie Scholl, die damals unter Lebensgefahr Flugblätter verteilt hat, hat mit uns am 7. Juli 2012 die Weiße Rose wieder gegründet, weil sie den Islam als genauso gefährlich wie den Nationalsozialismus identifiziert hat. Hier, hier haben wir sie. Susanne Zeller-Jürzel, eine mutige Frau, die im Alter hoch damit, die das... Im Alter von 90 Jahren hat sie mit uns die Weiße Rose wieder gegründet. Sie hat sich ab den 1970er, 80er Jahren mit dem Islam beschäftigt. Sie hat den Koran gelesen. Sie sagt, der Fanatismus, der absolute Wahrheitsanspruch und die geistige Einfältigkeit sind sich sehr ähnlich wie im Islam, so auch im Nationalsozialismus. Das ist die Weiße Rose. Die wären an unserer Seite. Die Weiße Rose, das waren christlich-konservative Patrioten. Sie müssen zuhören, wenn sie hier sowas wie die Weiße Rose sagen. Die werden nicht gegen uns, die werden auf unserer Seite. Weil genauso wie die damals gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben, würden sie heute gegen den politischen Islam kämpfen. Sie können viele Dinge aus dem Zusammenhang reißen und hier sagen, aber sie finden hier in Mönchengladbach keinen einzigen Menschen, der ihrer Gesinnung ist. Na, das ist doch schön, wenn Sie das meinen. Ja? Wir klären über die Fakten auf. Und wir können Ihnen auch sagen, dass der Islam damals mit den Nationalsozialisten paktiert hat, gute Frau. Ja? Wollen Sie ein bisschen dazulernen in der Geschichte? Der Islam hat mit dem Nationalsozialismus paktiert. Sie wissen es doch, ne? Ja, ja, logisch. Ja, hier, schauen Sie. Ah, schauen Sie her, das ist der ranghöchste Moslem, der muslimische SS-Division bei den Nazis gegründet hat, mit 25.000 muslimischen Freiwilligen. Die haben sich gegenseitig die Ähnlichkeit ihrer Ideologien bestätigt.